total überfordert mit dem ganzen Bugs und so. Deswegen war die komisch, die Aufnahmesession, fand ich. Naja, das ist, es ging mir auch schon manchmal so, also das kann das schon nachvollziehen. Der Einzige, Wieso der noch ging keine denn Probleme nochmal? hatte, ist Kuro. Außer, dass er gestorben ist. Ich wollte mal sagen, der hatte ganz andere Probleme. Der hatte gar keine Zeit für irgendwelche Bugs. Bucket. Eisbuckets. Tja. Manchmal sind wir hier nur noch am Materialien zusammensuchen, ey. Und verballern gerade. Oh je. Ja. Das ist. Ja. Das ist Ära. Aber ihr werdet euch noch umgucken, wenn wir fertig sind, ey, dann haben wir echt was geschafft. Eine stolze Leistung. Wir haben eine komplette Burgmauer schon gezogen. Eine müsste ja noch kommen. Nur da würde ich sagen, da bereiten wir uns noch ein bisschen eher und besser und länger drauf vor. Machen ja. dann erstmal, gestalten dann erstmal diesen Teil hier gescheit. Da kommen ja noch Türme hin und so. Und ja, da bereiten wir uns dann ein bisschen anders drauf vor. Da fahren wir alles im Voraus und bauen erstmal so ein bisschen weiter rum, ein paar andere Häuser oder so. Also ich fahre mir ja, ich tue ja gerne mich kreuz und quer durch den Steinbruch graben, ne? Also so ist nicht, also ich meine, mich sieht man ja eh immer nicht auf den Aufnahmen. Man hört mich immer nur, dann übernehme ich das eben, mach das eben. Ja. Du machst dann eben in der Zeit andere alles Sachen. Andere. Dinge. Dinge. Dinge tue ich da. So, ich habe keinen Stein mehr und kein Holz mehr, das ist gut. Ich kann jetzt aber noch die Zinnen machen. Die Zinnen kann ich noch machen, dafür habe ich noch Steine, ausreichend. Gott sei Dank. Nach den Zinnen, dann muss ich auch wieder mal ans Materialienfarmen gehen. Dann hole ich auch noch mal ein bisschen Holz ran. Ach so. Du leckst, ne? Ich lecke? Nee. Mhm. Also ihr hast leckt du was nicht. Auch gehört, Co? Nö. Wo steht das ein? Dann liegt das bei mir. Also. Ja, jetzt ehrlich. Deine Einbildung. Ist jetzt meine Einbildung, ja? Okay. So sie bildet sich was ein. Ja, das kommt ja öfters mal vor. Brauche ein, zwei Stockwerk, so wie es aussieht. Hey, das war das erste Leck heute, glaube ich. Voran. In dieser Aufnahme. Kommt voran. Ja, ich guck's mir gleich an, wenn ich hier die letzten Steine noch verballert hab. War grad creepy. Ah, hier was kommt... denk ich denn, wenn ich was... Ja, ein bisschen. Ah, dann liegt das Opala. An mir, an meinen Empfang. Wisst ihr, was Susi und ich gleich noch machen? Was denn, Dr. Wu gucken? Ja! Ist doch schon nichts Neues mehr für die Leute, Mensch. Langweilig hier. Mal mit denselben Käse. Nee. Entschuldigung. Dann lass dir mal ein Thema einfallen. So. Warum ich? Ja, weil ich die Leute nicht mehr langweilen soll mit meinen Themen. Aber doch. Ich höre da. Ich liebe dich. Eine gute Idee. Kuro. Kauft jetzt den Super Kuro. Funktioniert auch noch. Oh Mann, ey. Oh, mein Sound ist schon wieder weg. Aha. Nein, also, kommt das geht noch mitten im Spiel. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich abgestürzt bin. Einfach so weg. Ja, wie gesagt, date mal gleich ab auf die neueste Version. Oder für nächste Session. Ich habe keine Probleme mit dem Sound. Null. Nada, nothing, niente. Jo. Ich bin mal gespannt, ob der Monster raufkommt. Bist du voll? Also, materialienmäßig. Aber ich habe ja noch meinen Rucksack. Und es ist eh gerade Nacht, deswegen würde ich da mal kurz ausladen kommen. Ja, sehr schön. Na, ich habe nie so viel erwartet, nicht. Ich war ja beschäftigt mit Fackeln setzen, Setzlinge setzen und zwischendrin habe ich dann mal einen Baum gefällt. Also, ich komme nicht so wirklich richtig voran. Aber ich gebe ja mein Bestes. Das ist das, was zählt.
Das ist genial. Der Kuro feiert sich. Der Kuro feiert sich selbst. Aber wenn was genial ist, dann ist was genial. Ja, na klar. Ist doch auch vollkommen legitim. Ich feiere mich doch auch manchmal selbst. Aber eher nicht in der Aufnahme, sondern eher, privat. Ja. Oh ja. Privat. Und dann lasse ich dich das auch spüren. Hallo, Creeper. Ja. Hallo. Was? Ein Creeper auf einer Spinne? Cool. Ja, das hat man doch schon. In der Creeper. Bäm! Jawoll! Ich hab mit dem Creeper die Spinne zerfetzt. Ich bin so evil. Evil. Evil Knievel. So. Sehr schön. Ja, so, ich gehe wieder in Steinbruch und du kannst dich ums Holz kümmern. Danke. Ein Stick ist in der Truhe und der Rest... Ja, ich gehe jetzt erstmal bei Kuro vorbeischneiden. Ich habe leider nicht viel geschafft, nicht sehr viel geschafft, zu beleuchten, aber... Ja. So ist das halt. Ja, ja, passt. Ich muss die Decke noch ein bisschen höher ziehen. Ich habe das Gefühl, wir haben bald den ganzen Steinbruch durchlöchert. Wir können in die Tiefe gehen. Ne? Ja. Ja, dann suchen wir uns halt einen neuen. Ich such dann mal. Tschüss. Tschüss. Was sucht sie denn? Den Sinn des Lebens. 42. That's ich finde das aber mittlerweile schon gar nicht mehr so lustig mit der 42. Na. Ich fand's im Film lustig, aber. Das ist übrigens mal ein Film, den ich kenne. Hier, Per Anhalter der durch die Galaxis, ja. Ja. Klassiker ja, mittlerweile. Ja, mittlerweile echt ein Klassiker geworden, ne? Wollten sie eigentlich mal weiter drehen, ist leider nie dazu gekommen. Aber es gibt ja die Bücher, wer sich dafür interessiert. Echt? Ja, Bücher sind sowieso immer besser als Filme. Die lassen sich auch einfacher produzieren, finde ich. Als ein Film. Wie ist denn das eigentlich? Unterliegen eigentlich Bücher auch den Urheberrecht? Na klar. Schutz, wenn ja, man klar. Jetzt in ein Let's Play ein Buch vorlesen würde? Na wie klar. Ja. Oder so? Ja. Auf jeden Fall. Sogar noch viel schlimmer. Ja. Nein, ist wirklich so. Ja, wäre ja mal interessant gewesen. Was liest man denn dann vor? Das Buchcover vorlesen und den Klassentext. Gibt's auch Bücher, die man vorlesen darf? Gibt's auch. Du darfst ein kurzes Zitat machen und das war's. Ja. Mhm. Gibt's auch Bücher, was Das ist was anderes. Das sind freie Gedichte oder freie Geschichten, die auf freien Internetseiten einfach so zur Verfügung gestellt werden. Das ist wieder was anderes, was Kronk macht. Der nimmt sich einfach irgendeine Geschichte. Quasi keinen Verlag, würde ich sagen. Genau, das sind einfach Geschichten, die Person X ins Internet gestellt hat, weil es seine eigene Kurzgeschichte ist, oder... Na, wie ich das gemacht habe. Genau. Mein Buch auch ins Internet gestellt. Ah, das könnte jemand vorlesen? Ich glaube, ich nehme das da wieder raus. Ich darf keinen lesen. Wo sind Netro was und Netro wie? Keine Ahnung. Einer ist hier. Ich habe schon lange nicht mehr nach dem... Keiner? Einer ist hier. Den bringe ich gerade aufs Plateau zurück. Ich habe schon lange nicht mehr nach denen geschaut. Hallo, ich hatte Creeper. Dir in der letzten Aufnahme schon gesagt, dass die weg sind. Übrigens, Netro wie war die Idee von Kuro. Ja. Heißt es wirklich so? Nein, Netro, was du hast, wo ich dir meinen Entwurf geschickt hast, Netro wie, und da haben wir das gleich genutzt. Weil wir für den zweiten Drachen keinen Namen hatten. Weißt du eigentlich, wie der zweite Drache entstanden ist? Nee. Wo ist denn überhaupt der zweite Drache? Wo ist denn überhaupt der zweite Drache? Der zweite Drache ist weg. Netrovi ist weg. Ist er? Ist wieder. Es war ein Mysterium. Er ist wieder gegangen. Er hat uns wieder verlassen. Er war einfach da. Wahrscheinlich, weil du jetzt den Server neu aufgesetzt hast, Honey. Nein. Never ever. Los, flieg los. Oh, verdammt. Wie kann ich das setzen, dass es richtig ist? Naja, jetzt haben wir wieder nur Netro was. Tja, Netro wie fehlt. Ich kann dir ja einen Tipp geben. Was denn für einen? Geh mal ganz, ganz weit hoch und lass dich runterfallen. Warte! Meinst du, dann haben wir 5? Baby. Was denn?
bin gerade irgendwo, warte mal, gefangen, wo ich ständig Schaden krieg. Oh, Giftbrühe, Kack, Müll. Wie habe ich das geschafft? Wie bin ich hier rein? Ich bin gefangen. Keiner hat mich gerettet. Alter Schwede, das war echt heftig gerade. Soll ich mal gucken, ob ich Netrovi finde, oder? Also ich habe bis jetzt nur Netrovas gefunden und Netrovi noch nicht. Was ist mit Netrovi? Warum? Ja, das ist der nächste. Den gibt's noch nicht. Genau, den gibt's noch nicht. Ja, keine Ahnung, also, wo der zweite ist. Beim letzten Mal war er ganz unten. Ganz unten am Felsen. Da war jetzt gerade auch einer, den habe ich schon hochgeholt. Aber der zweite ist... Ich hab dir gesagt, Boden. Hab ich dir die ganze Zeit gesagt, ne? Ich schock dazu. Ja, die ganze Zeit gesagt, die hängen doch immer gesagt. So. Ja, das machen Frauen zu gerne, das dann noch mal so unter die Nase zu reiben. Aber ich hab's naja, gesagt. Naja, vielleicht kriegen wir den ja noch irgendwo wieder. Vielleicht schlummert der ja irgendwo hier noch. Vielleicht finden wir ihn noch. Wenn er weg so. Ist, ist auch nicht schlimm. Was? Naja, dann ist es wieder so, wie es war. Dann ist alles wieder normal. Dachte von mir. Und ohne Abstürze. So. Ich gehe jetzt mal zu Kuru. Netrovi ist weg. Ja, jetzt fang aber nicht an hier, ne? Was hast du dir denn da hingesetzt? Das ist ja ein Atomschutzbunker. Ja. Er muss sich vor uns schützen, oder so nach dem Motto, oder wie? Hallo! Treppe. Ah ja, okay. Und hier unten mit Bewässerung, ah ja, okay. Aha, I see what you did there. Der kann dazu da rauf springen. Ja. Sieht lustig aus, Kuro. Sieht aus wie ein viereckiger Block. Ich kann Bunker bauen. Ja. Bunker, ja. Bunker trifft's. Du bist jetzt wieder in die Höhle gegangen, Baby? Ja. Und du hattest Holz hinterlassen. Ein Stack aber nur. Ja, ist nicht schlimm. Reicht erstmal. Ich hol da neues Holz und dann komme ich nochmal zu dir runter. Ja. Nee, ich meine, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, du sollst die Plattform vergrößern, weil die da immer runtergefallen sind. Und jetzt ist er weg. Ich habe doch schon die Plattform... Nein, hast du nicht. Doch, vergrößert habe ich die um ein. Um Mann, verscheiß hab ich. Ich verscheiß hatte ich nicht. Das ist der letzte Trutz. Nein. Tayo Krutz. Trutz. Warum ist hier so. Was ist das für ein Giftwasser eigentlich? Wie heißt denn das? Liquid Poison heißt das. Biom. Irgendwas. Liquid Poison. Biom So Plenty wahrscheinlich. Das ist der Mod. Ja. So ein Dreckzeug. Sag ich dir, ey. Was sag ich dir, du? Kreuzgefährlich ist das. Ich mach jetzt mal hier den Tunnel dazu. Ungefährlich. Mach den zu jetzt. Tja, Netrovi ist weg. Nein. Gerade extra nochmal geguckt, ob der irgendwo hier gespawnt ist oder so, aber... Naja. Oh, die Musik. Naja, der wird schon wieder auftauchen in der nächsten Session, denke ich. Oder irgendwann darauf. Wenn nicht, machst du nochmal dasselbe, dann... Ja, bis der geklont ist wieder. Genau. Was ist denn das eigentlich? Toll. Toll? Ich krieg jetzt zwar den Sapling raus, aber ich nicht... Das hier ist auf jeden Fall, irgendwie Lime oder sowas. Pier, was sind denn Piers? Ja, das sind diese Bohnen, ne? Ja, nee. Bohnen. Kann ja nicht, die wachsen an Bäumen. Ja, ich weiß. Rubberwood. Wenn du das mit der Schere wegmachst, kriegst du die. Aber nur dann. Cool. Komisch. Komisch auch da. Nee, aber das sind komplett... Was? Was für Lilianen? Nee.
Da sind Kirschen drin.